Gut, das kam jetzt ein bisschen, die Katzin kam jetzt ein bisschen spontan, würde ich mal sagen. Lol. Weil ich wollte ja eigentlich. Ich muss näher ran, ne? Okay, Glück gehabt. Gucken, wo es hinrennt. So viel Platz ist ja nicht. Und auch wenn ich ihn aus dem Blick verliere, okay, er bleibt da stehen. Was ich aber nochmal gucken will. Um 100%. Aber konnte ich da nicht mehr Fleisch rausholen? Ah, nee, dann war das bloß beim ersten Perk, von wegen, ich kann mehr Fleisch rausholen. Okay. Hier wird halt bloß die Zeit verringert. Wir machen das ja nicht so oft, ne? Aber es geht halt so schon viel besser, wie man sieht, wie wo ich mich das erste Mal angestellt habe in der ersten Folge. Hä, ist der immer noch nicht weg? Der hat mal bloß zwei Pfeile gebraucht. Warte. Okay. Deswegen, ich werde auch bloß den einen mir gönnen. Ja, Knochenspitze. Okay. Und schön, dass ich meine, zumindest einen Fall wieder kriege. Toll. Warte mal, da hinten können wir ja eh nicht lang, ne? Sind wir von hier gekommen? Ich gehe mal den Weg zurück. Wie viel Fleisch haben wir denn jetzt eigentlich? Nein. Nein. Zwei hat. Ich weiß nicht, ob ich das eh schon benutzt hatte. Das ist halt das Blöde. Das kann ich jetzt gar nicht mal so sagen. Da ist ein Mann. Moment. Ich hole mir erstmal noch ein paar Stöcker, dann reden wir mal kurz mit dem Mann. Ich meine, ich könnte mir noch mehr Wildschwein holen, aber eigentlich sind wir sehr gut aufgestellt, ne? Dadurch, dass ich mich bei den Kämpfen auch nicht mehr so blöd anstelle. Ich glaube, ich kann mit ihm reden. Der sieht verletzt aus. You are bleeding. Are you okay? Does it look like I'm okay? Don't move. There's a troll right behind you. Yeah, I know. He's with me. He's my friend. Friend? What happened to you? We got ambushed by those freaky creatures coming out of the ground. Didn't stand a chance. Yeah, we've met them too. He kind of knows how to take care of them. Where are they coming from? Who knows? When Nico ordered the flushing, the ground opened up and... The flushing? Yeah. We used explosives to try and flush out... Hey, take it easy, troll. Anyway, it went wrong. The explosion was too big. It took out a whole side of a mountain and a village. So it was you. You destroyed my village. Wait. I'm brought in to follow orders. I didn't mean to... I mean... I can help you get over this wall. How? You need to go through this door. But it's locked. Jimmy has the key. He was supposed to meet me here,
but he never showed up. So where is he? The last time I spoke to him on the radio, he was outside the cave door, up on the gantry. The quickest route there is south from here. It's a shortcut. Through the mountain next to the chasm. He has the key. Come on. Let's go and find that key. Ja, na dann. Vielleicht hätten wir den auch vorher schon finden können. Aber wir müssen da auf jeden Fall durch. Gut. Da mal auf die andere Seite. Ganz ehrlich, ich weiß bei dem Kompass jetzt nicht unbedingt, ob das südlich ist, wo wir gehen, aber woanders wüsste ich halt nicht, wohin. Wir sollten. Und es riecht wieder nach einer kleinen Kletterübung. Ich kann sagen, kamen wir nicht von hier? Ich glaube schon, ne? Ich kann schwer nicht wundern, warum ich jetzt hier lang gehe, aber gut, hier ist Schlucht. Ah ja, wir kamen von hier. Ich will ja nichts verpassen, ne? Da konnten wir uns als Troll ein bisschen aufheilen. Ich denke, wir müssen da durch, oder? Aber ich muss erstmal hier hoch. Und das kann ich natürlich nicht mit ihm. Gut. Ich muss aber das Ding da oben holen. Dann können wir mal gucken, was wir vielleicht noch aufwerten können. Vielleicht nicht unbedingt auf Gesundheit gehen. Aber wir kommen ja gut klar und wir haben auch momentan viel. Oder war ich hier schon? Ich habe das einfach übersehen. Nein. So, nimm das mit. Nimm das mit. Was sagen? Aber wir müssen hier eh oben hin, ne? So, was haben wir? 40. Beim Troll haben wir nichts. Schade. Tarnung. Fernkampf, verringert das Zittern der Waffe. Ja, aber ich glaube, Nahkampf wird am besten erstmal sein, ne? Mal Level 2. Wäre, glaube ich, auch nicht so schlecht. Das mit dem Rufen werde ich mal lassen. Viele Möglichkeiten haben wir eh nicht. So. Ich muss doch hier oben was machen, oder? Nein, du war nicht. Oder war das doch unten? Ich meine, wir müssen wahrscheinlich sowieso nochmal hochkraxeln. Ich weiß jetzt nicht, wo er gespeichert hat, aber ich schätze mal da, wo wir gerade mit dem Typen gesprochen haben. Super. Also ich dachte, wir müssen da oben wieder irgendeine Schnur cutten oder so. Es sah zumindest so aus, als ob wir da lang müssten. Okay, wir hatten noch nicht mit ihm gesprochen. Wir haben aber den Hinweis. Okay. Dann nochmal den Weg zurück. Weil es so schön war. Hey, steady there. Wieso? Was soll denn hier sein? Ich baue da ja auch komische Takes raus, ne? Okay, das war bloß zum Aufladen. So, einmal absteigen wieder. Und dann. Na, dann nochmal hoch. Ich wollte gerade sagen, weh, der Troll ist jetzt im Weg. Oh, ich sehe halt gar nichts, ne? Ich weiß halt nicht, ob wir da unten drunter durch müssen. Ich gehe trotzdem nochmal zur Brücke, aber ich werde jetzt hoffentlich nicht sterben. So, wir hatten das gemacht gehabt und wir hatten nochmal, ich hoffe, das war Nahkampf gewesen. Es muss noch einen Grund geben, warum wir hier hoch können. Weil hier ist zum Beispiel auch ein Punkt. Ich will da nicht wieder runterfallen.
Okay, hier können wir auch wieder runter. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Es muss da irgendwas geben, was man abschneiden kann. Gut, an die Falle habe ich jetzt nicht unbedingt gedacht, aber ach Mann. Na gut. Ich sag mal so, dann haben wir auch wenigstens mal gesehen, wie so ein Troll stirbt. Na? You are bleeding. Ja, er blutet. Okay. Weißt du, sonst hat er uns doch auch immer vorgewarnt von wegen, da ist eine Falle, pass auf. Warum macht er das jetzt denn nicht? Okay. Weil es so schön war, alle guten Dinge und so. You really have some hygiene problems. Ja, toll. Weil er ist gerade gestorben, mache ich noch Vorwürfe, dass er ein bisschen muffelt. Vielleicht können wir auch gar nicht mal unbedingt zusammen in die Höhle gehen. Vielleicht müssen wir das auch alleine machen. Also als Otto. So, und weil es so schön war, den Kletterpfad nochmal hoch. Ja. Und weil wir das auch alle lieben, nochmal eine Runde aufwerten. So. Aber ich habe da halt jetzt hier keine... Also ja, ich sehe da zwar eine... Jetzt geht er hoch. Ich sehe da zwar die Schnur, aber da war halt kein Dreieck oder irgendwas. Oh Gott. Ich dachte gerade, ich sterbe hier. Hä? Ach, da ist die Schnur. Okay, weil ich hatte das bloß auf der anderen Seite außen gesehen gehabt, dass wir hier lang können. So großer, jetzt kommen wir hier auch durch. So, nochmal eine Runde. Nein, nochmal eine Runde eingesammelt. Und rein da. Wir brauchen was Rotes. Und wir brauchen einen Stein. Ich würde sagen, irgendwo hatte ich doch hier draußen gleich einen Stein gesehen gehabt. Es ist halt ehrlich gesagt aber auch ein bisschen nervig, dass ich mit so einem großen Stein nicht rennen kann. Also, dass ich hier wirklich bloß trotten kann. Vielleicht sehen sie mich ja nicht. Oh nein. Hallo Mann, da hinter dir ist einer dran, Junge. Und er trifft halt, wenn da einer auf dem Rücken ist, dann trifft er dich weiter. Mann, jetzt mach den doch mal weg hier. Entschuldigung für das Geklicke. Jetzt wahrscheinlich wird es schlimmer sein, wie es sonst ist. Oh, jetzt ist der nächste oben drauf. Ja, mal willst du mich verarschen? Okay, ich mache jetzt aber erstmal weiter, bis der mir sagt, von wegen, ey, ja, genau, du musst so. Hä, was ist das jetzt? Nein! Oh, Alter, Entschuldigung, bin ich auf die Playstation-Taste gekommen. Nur komm, jetzt hol den doch mal da runter, meine Fresse, Alter. Oh, Otto, rein da. Weiß nicht, ob man das gerade. Hat er die jetzt tot gemacht oder nicht? Ah, da ist ein Arsch. Also wenn ich nicht selber zuschlage. Stimmt, dieses mit dir, dieses. Ja toll, der ist tot. Warte, erstmal heilen. Ja. Obwohl, warte mal, ich kann mal. Jimmy and get the key. Hat er sich jetzt das genommen? Ich weiß. Wahrscheinlich eher weniger, ne? Okay, warte mal, das ist aber für den Troll, oder? Jo.
Ich sammle trotzdem erstmal ein bisschen. Ne? Ich habe ein bisschen das Gefühl, von Ressourcen her habe ich es ein bisschen sehr schleifen lassen. I can't carry anymore. Natürlich kannst du das nicht. I can't collect any more of those. Okay, wir müssen da oben hoch. So. Jo, dann mal eine Runde klettern und Jimmy finden. Hä, was soll denn das jetzt? Warum steckt... Na. Okay, ich wollte gerade sagen, Ladebildschirm. Es wird sich aber halt immer noch so an, als ob wir dann immer noch wieder zur gleichen Höhle irgendwie zurückkommen. Okay, ich sehe schon. Und da oben können wir anscheinend auch nochmal lang. Ich mache aber erstmal die Brücke, ne? Warte, wo ist es? Hier. Bevor wir da aber rübergehen, möchte ich mal gucken, wegen hier nach oben. Okay, da brauche ich wahrscheinlich ihn wieder, ne? Zumindest ist da irgendwie sowas wie ein Weg eingezeichnet. Und selbst wenn es bloß zu irgendwelchen Sammelsachen kommt, ne? Wenn wir schon mal so gut dabei sind und, glaube ich, bisher alles mitgenommen haben, dann sollten wir das auch so belassen. The key. We have to get to the cave exterior. Ja, du Klugscheißer. Aber was ist, wenn da wieder eine Trollfalle ist, Mann? Die du erstmal, ne, deinem Freund zuliebe vielleicht entschärfen solltest. Ist er das? Yes, got it. Now I can get that door open. Sehr schön. Aber erstmal nimmst du mit dir ein bisschen Scheiß mit. Dann machen wir das weg. Und dann gucken wir mal im Dorf nach. Vielleicht finden wir auch nochmal eine Tagebuchseite. Das ist das Einzige, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass wir nicht alles haben. Ne? Ansonsten den Rest, sowas mit den Götzen und den Spalten da. Was damit auf sich hat, da denke ich mal schon, dass das ganz gut läuft. Kann ich eigentlich direkt wieder auf ihn drauf? Lol. Eher nicht so. Moment. Waren wir hier nicht schon? Waren wir hier nicht am Anfang vom Lager? I can't carry anymore. I can't collect any more of those. Lol, stimmt, wir waren hier ganz am Anfang schon. Stimmt, das Gebilde erkenne ich auch. Und da haben wir noch einen Trollstein. Warte mal. Genau, hier haben wir unsere erste magische Ladung bekommen. Okay. Ich will mich mal ganz kurz aufladen. Interessant. Okay, dann müssen wir aber zurück, weil das wird da eh der kürzeste Weg sein. So, mein Freund, komm mal. Und jetzt weiß ich auch, warum mir das so bekannt vorkam. Wo wir da raus sind. War das jetzt hier lang? Hier haben wir das Wellblech-Ding. Hier kommen wir aber bloß in die andere Höhle wieder rein, ne? Nee, hier ist es nicht richtig. Warte mal, von wo sind wir jetzt gekommen? Über die andere Brücke, ne?
Über die war es gewesen. Na gut. Wir haben es gleich. Und dann mal gucken, was in dem Lager da ist. Auf Nico werden wir, glaube ich, immer noch nicht gleich treffen. Das wird, glaube ich, noch ein Weilchen dauern. Kann aber gut sein, dass das dann so gesehen unser finaler Boss sein wird. Eventuell. Er ist ja der Grund dafür, dass wir eigentlich so in der Scheiße stecken. Andererseits ist aber auch der Grund dafür, dass wir Freunde geworden sind. Um jetzt mal die positive Seite an der Geschichte zu sehen. So, runter mit dir, runter mit dir. Wir brauchen halt immer noch was Rotes. Da irgendwie durchzukommen. Und da sehe ich ne... Ja, lol. Hey, are you okay? Wir hatten halt auch noch andere rote Barrieren. Ich meine, im ersten Tunnel, wo wir waren, da mache ich mir gar nicht mal so Sorgen drum. Denn da konnte man auf der Minimap ganz gut sehen, wo was ist. Und da haben wir, glaube ich, auch schon alles gemacht, ne? Kann aber natürlich sein, dass bei den roten Dingern, gerade hier, wo wir frei herumlaufen können, und da waren ja noch ein paar versperrt, die habe ich mir jetzt nicht so gemerkt. Wie das jetzt hier zum Beispiel. Da ist nämlich auch noch ein Dings drin. Wenn wir irgendwann einen roten Stein finden sollten, ganz ehrlich, dann muss ich hier nochmal alles abgehen. Auch wenn es bloß so eine Götze ist, aber... Und wir wahrscheinlich bis zum Schluss des Spiels eh nicht alle brauchen. Okay, ich sag mal so, er müsste wahrscheinlich sowieso draußen bleiben. Hallo? Oh, er ist auf wundersame Weise verschwunden. Naja. Oh, jetzt hat er mich schon gesehen. Alter. Ich habe mir jetzt aber auch nicht... Warte mal. Wie viel Schaden macht mein Messer eigentlich? Auf jeden Fall weniger als das, was wir hatten. Warte mal ganz kurz, Mann. Vielleicht kann ich die aber auch rauslocken. Weil ich will mal die Waffe wechseln. Okay, damit wir ein bisschen mehr Schaden machen. Ja, natürlich. Aua, warte. Siehst du daran schon drei Schläge und dann ist weg, ne? Der war, glaube ich, schon angekratzt, bin ich mir aber nicht so sicher. Oder die brauchen eigentlich wirklich länger. Das kann natürlich auch sein. So. Ach, dass du immer nie mehr tragen kannst, Alter. Dann kauf dir irgendwie eine Tasche oder so. Oh, aber das wirst du wohl mitnehmen können. Gerade sagen. Jo. Zwei heißt eine für mich, eine für den Troll theoretisch. Können wir da eigentlich noch was machen? Wir haben 30. Ich spare mir das, glaube ich, noch auf. Das sind bloß noch 10%. Da können wir die maximalste Gesundheitsstufe beim Troll machen. Warte, bei uns. Talente. Ich habe wieder bloß 20. Was gehen wir dann? Na, spare ich noch auf. Falls wir wirklich nicht alle finden, dass wir da safe sind. Das ist irgendwie ein Das wird dann hochgezogen und... Oder kann er das dann wegschleppen?
Okay, so kriegen wir ihn auf jeden Fall mit. Schön. Obwohl das halt eher danach aussieht, von wegen, das Ding kommt gleich wieder runter, wenn wir da durchlatschen. So, na gut, dann lass mal gucken, ob wir jetzt vielleicht endlich mal... was Rotes finden. Und vielleicht müssen wir sogar nochmal wieder zurück. Das darf ich nicht vergessen. Das könnte ein extra langer Weg werden. Aber erstmal wahrscheinlich Ladebildschirm. Oder Cutscene. Oder beides. Wir gucken. Wir gucken. What is this place? Did you hear that? You stay back. Don't let them see you. I can take care of this.